Straße wird dadurch gemacht, oder? Nee, genau, den Weg machen wir nicht. Na, das ist gut. Und dann verschwindet's. Das heißt? Naja, das ist ungefähr die Tiefe. Guck mal, jetzt geht bloß mit der Schulter nicht momentan. Je höher man das ist, umso tiefer ist der Punkt. Das heißt, das ist einen halben Meter tief. Ja, ungefähr. Kann auch sein, dass es oberflächennah war, ein bisschen was größer und ein Eisenstück ist. Das sieht man, das kann man so nicht sagen. Aber alles auf unserem Weg. Alles auf dem Weg, ja. Alle laufen drüber. Ja. Wenn im Wegbereich jetzt nichts passiert, ist das erstmal unerheblich. Aber an der Stelle, genau, wenn da ein Beet hin soll, dann müsste einer noch mal kurz mit dabei sein, wenn ihr da anfangt zu graben. Von Ihnen? Von uns, ja. Okay. Damit da nichts unten drin ist. Okay. Weil ich habe jetzt auch keinen Spaten bei, ich will jetzt auch hier kein Loch von 30 cm runterbuddeln da. Okay, aber das müsste dann überprüft werden, weil das ja als Störung ist. Und wenn es im oberen Bereich zu sehen ist, dass da irgendwas aus Metall drin ist, was nichts munitionstechnisches ist, dann ist es unerheblich. Ja. Uiui. Wir dürfen später dürfen nur Gras mähen hier. Ja, also wenn die so anfühlt, sind wir da in den nächsten 3 Wochen noch dabei. Okay, wir haben darüber diskutiert, wie viel Rechen wir kaufen sollen. Und José war der Meinung, 10 groß und 10 klein. Und ich fand das so übertrieben. Erstmal klein anfangen und mal gucken. Aber heute habe ich dann verstanden, wenn man tatsächlich mit 10 Leuten und 10 Kindern hier rechnet, dann ist das ratzfatz gemacht. Also macht schon Sinn, die Leute zu motivieren. Also machen wir es heute erstmal zu dritt. Ja, das, wenn das hier erstmal alles seinen geordneten und regulären Gang geht und die Nachbarn sich damit angefreundet haben, was sie ja nach und nach tun, dass das hier so die erweiterte Stube wird oder der erweiterte Garten oder Balkon von allen Anwohnenden hier. Das ist meine Hoffnung. Bis dahin ist es mein erweiterter Garten. Genau. Aber das ist ja schon mal alles nicht schlecht. Ich meine, die Frage, die ich mir jetzt stelle an der Ecke ist, ob das nicht gut wäre, wenn man hier tatsächlich gar nicht weitere Gehölze macht, sondern halt diese Ruderalsachen lässt und die dann aber auch in dem Sinne entwickelt, dass man sagt, man hat hier diesen Brennnesselbestand und erklärt, warum der da ist. Na klar. Weil der kommt hier so schön von alleine. Wäre jetzt irgendwie doof, den wegzumachen und woanders. Ich meine, es sind halt Stickstoffanzeiger. Sowohl genau. Die Brennnessel als auch das Schellkraut. Das ist einfach Stickstoffanzeiger. Hier, guck mal, ich bin über eine Pflanze gestolpert. Ja, und für drei Schmetterlingsarten die einzige Nährpflanze sozusagen in der Entwicklung. Und deswegen, es gibt ja viel zu wenig Brennnessel. Ja. Also, wenn ihr so eine Ecke stehen lasst, ist das natürlich toll. Natürlich. Ja. Also kein Interesse, das wegzumachen. Nee, ich meine nur, also das würde sich hier ja tatsächlich anbieten zu sagen, man hat hier so diese wilde Ecke und erklärt vielleicht noch den Nutzen der Pflanzen. Ja. Vielleicht für die, die es noch nicht wissen, hier kommt ein Container hin. Ja. Genau, hier kommt ein Container hin, der auch begrünt werden wird. Da können wir auch noch gemeinsam überlegen, wo auch Wasser gesammelt werden wird. Und das ist ein Materialcontainer, ne, dass wir von hier aus agieren können. Ja. Wollen wir dann hier weiter? Ich finde den eigentlich sehr schön, aber der hat leider gar, also der passt hier nicht her, das ist ein Neophyt und der wächst halt wie durch. Also der nimmt komplett, wenn man das hier sich ausbreiten lassen würde, würde das in 5 Jahren alles Götterbaum hier sein. Das ist schade. Aber es ist ja Ja, aber das kann man auch abwechseln. Nee, das sind 15, das sind 15. Die
Und gibt es da auch noch andere Ursachen für Stickstoffeintrag außer Hunde? Weil ich glaube, ich habe noch nie Hunde. Urin, das kann auch von Menschen kommen. Das ist nicht gesagt Hunde, ich sage immer Stickstoffeintrag. Und das kann und auch. Stickstoff kann aber auch zum Beispiel im Boden, zum Beispiel so Gesteine von alten Gemäuern oder so, die enthalten ja auch viel Stickstoff. Ja, das kann sein, dass der Boden hier sowieso sehr gestört ist, weil wenn du sagst, ihr habt hier diese Bombenverdachtshunde, dann kann das auch sein, dass der einfach nach dem Krieg aufgeschüttet wurde und dann hat Verena recht, dann kann das natürlich auch. Und tatsächlich ist es so, dass die Hundebesitzende denn die Haufen hier am Rand erliegen lassen. Nein, ich würde sagen, das kann sein. In der Mitte, ich sehe die immer das weg. Genau, in der Mitte. Aber wenn hier am Rand ist, das kann sein. Ja. Also wir haben ja hier regelmäßig machen wir sauber und so. Und hier am Rand waren die meisten Haufen. Was wir jetzt mit diesem genialen Werkzeug machen werden, wir werden mal ein Areal hier abmessen, weil hier ein Experiment stattfinden soll. Und zwar eine Art Hundegarten. Es ist kein Hundeauslaufgebiet, die müssen nämlich laut Verordnung eine gewisse Größe haben. Die haben wir nicht, deshalb hat Arbeitstitel ein Hundegarten. Das ist mit der Verwaltung abgestimmt. Wir wollen für 3 Monate hier einen provisorischen Bauzaun von so einer Höhe aufstellen und schauen, ob wir damit die Hundebesitzer als Freunde gewinnen, dass sie nämlich ihre Hunde hier ohne Leine laufen lassen können. Wir hatten hier im Sommer immer das Problem, überall wurde gebuddelt. Wir wollen ja da, legen ja da ein Insektenhotel an, da sind dann auch die Hunde drin und buddeln das alles auf und ja, es ist so eine Art soziales Projekt, so würde ich das nennen. Ob jetzt hier ein eingezäunter Bereich dafür bereitstehen würde, der dann auch genutzt wird, das ist ja erstmal eine andere Frage. Ja? Und auch so ein Zaun ist doch nicht schön eigentlich. Nee, ne? Ja. Also ich finde es in Ordnung, wenn es hier Geduld ist, mit Hunden seine Zeit zu verbringen. Natürlich mit dem Beisatz, dass hier alles vernünftig gehalten wird. Ja. Genau. Ja. Wir müssen es vor allem hinkriegen, ne, Martin? Ja. Vielleicht erstmal testen. Nicht, ich gebe dir das hoch und dann ziehst du und ich schiebe von unten. So schwer ist es nicht. Ja, dann los. Er trinkt er nicht, wenn wir das wässern? Vielleicht schmeißen wir ihn hier rein, oder? So, und... Weiß mal, da rein? Ja, gut. Hier ins Beet, einmal füllen. So, und das war jetzt hier wie so ein Rahmen, wenn man das vorsichtig drum wieder... herum oder da rein? Hier rein. Schaffen wir das? Das ist schon so. Das ist schon gerahmt. Ja. Ach schön. Dann noch Wasser rein, ne? Jetzt. Wollen wir das dem Regen überlassen oder? Nö, ein bisschen auffüllen tun wir schon. Ich würde ja erstmal das Wasser hier drinnen nehmen für. Hallo. Also wir planen hier eine Wasserstelle, vor allem für die Insekten und Bienen, die hoffentlich da hinten anfangen zu wohnen in dem Insektenhaus, was wir auf der anderen Seite angefangen haben zu bauen. Wir schlabbern hier jetzt mit dem Wasser rum. So. Vorsicht.
Hey, wie ist das denn? Also braun. Dann wahrscheinlich eher oben drauf, wa? Ja, oder auch nach außen, damit es möglichst groß wird. Ja, aber die Samenbomben werden ja nur in der Innenfläche reingeschmissen. Deswegen wäre eigentlich gut oben drauf. Sollen wir einfach oben drauf anfangen? Ich weiß nicht, wie penibel Martin ist mit den Zentimetern und so. Wenn wir jetzt überall Löcher reinmachen und dann... Wir sind zu dritt. Ich finde, wir können eine Abstimmung machen und dann machen wir das. Es ist doch ein Kiez. Ja, sag, was ist deine Meinung? Ich bin obendrauf. Ich auch, obendrauf. Gut, und Löcher würde ich einfach sagen, fangen wir mal an zu bohren. Also so schnell haben wir sowieso nicht so viele Löcher. Super. Ich komme mir vor wie ein Maulwurf. Vielleicht reicht's, oder? Nee. Und? Ich halte das Ding und du haust oben drauf. Nee, lass mal, die Erde muss ja auch drin bleiben zum Halten, weißt du? Ja, ja. Mach mal mit Hammer. Oh, mit Hammer. Darf Grete da mal mit Hammer draufhauen? Magst du nicht lieber da weggehen? Dieser Hammer ist sehr groß. Warte. Und sehr schwer. Da habe ich Angst. Vielleicht überlegen wir gleich nochmal zusammen, ob wir wirklich so viele machen. Das sollte so eine Art Begrenzung werden. Ach so, weil diese Felsenbirne ist immer ein ganz guter Solitär eigentlich. Aber ja. Okay, wir können sie auch erstmal lassen. Ja. Vielleicht geht es auch da hin. Machen willst, dann kann man auch da alle finden. Die Idee war so ein bisschen hier. Also. Ja. Ich würde die mindestens 3 Meter auseinanderstellen. Also die hinteren jedenfalls. Naja, hier Sonne ist natürlich relativ hier. Alles. Das ist jetzt nicht der sonnigste Platz. Wollen wir dann die Felsenbirne. Der hat auch gestern gesagt, es wäre eine total tolle Stelle. Ja, hier stand mal ein Baum. Hä? Hier stand mal ein Baum. Ja, hier ist noch was, ne? Ja. Wahrscheinlich da, das ist doch die große Wurzel. Da kannst du gleich kloppen, wie du willst. Da kommst du mit dem Ding schwer durch. Ja. Das wird ja nichts. Die stehen hier alle auch schon richtig, ne? Der soll da, glaube ich, hin, ja, aber. Zwei, drei Monate. So. Ich bin der Holger. Jetzt reicht das schon. Nur das? Ich weiß, das muss man Martin fragen. Das ist, glaube ich, nicht so ganz so groß, wobei ich nicht weiß, warum. Wie hoch? Wie viel Zahn soll das sein? Wie viel Zentimeter? Vielleicht. So würde ich jetzt schätzen. Knoflachs. Ja. Aber nicht so nah. Genau. Mach lieber von hier. Das ist ein bisschen weiträumig im Fang. Weil sonst würde das nicht probieren. Okay. Ja? Ach, das geht schon ganz gut, weil das schön feucht ist. Letztes Mal war das eher hart. Haben wir noch einen Schuss? Ja, wir müssen eine holen. Ich hole noch eine. Ja. Aber nee, da haben wir noch keine, die müssen. Ja, noch keine. Ach so, okay. Ich weiß nicht, wo wir. Ach so, okay. Aber was wir theoretisch parallel machen können, ist ein Rechen. Das ist eine schöne Abwechslung. Wo ist Rechen?
erstmal Haufen da oder so. An den Bäumen hinten. Ja, hier ist sehr viel. Ja. Ich will mal rechnen. Ich habe noch drei Schubkarren gebraucht. Was ist aus deinem Hundefreilauf-Areal geworden? Ja, der Ursprungszustand, nichts. Was geschah? Nach 2 Stunden waren die ersten Schilder verschwunden. Es gab eine anonyme Rückmeldung, so im üblichen Motzton. Wer seid ihr? Wer legitimiert euch? Wir wollen, dass alles bleibt wie früher. Baut bitte zurück und so weiter. Ja, das haben wir diskutiert, wie wir damit umgehen, und gesagt, nee, das ist, wie gesagt, undemokratisch. Was sollen wir damit anfangen? Irgendwie, entweder kommt man zur Diskussion, das haben wir angeboten, man kann ja Gleichgesinnte mit sich mitbringen. So, also wir bleiben bei der Linie. Wir haben jetzt nochmal 2 Schilder aufgehängt. Das Band ist verschwunden und jetzt sehen wir, was kommt. Mutig. So hoch gehen, dann muss noch ein bisschen. Also bei ihm dort ist schon, glaube ich, langsam gut, die tiefste Stelle, aber Sand muss ja dann auch da rein. Und das Holz dann so ein bisschen drumrum, ne? Ja. Was wir so haben. Ja. Jetzt nicht ablenken lassen, wir werden gefilmt. Also. Ja. Einer tut was und 10 gucken zu. Ja. Bei ihm muss man das nicht so. Tiefer? Na, der ist viel schneller. Ja. Das ist auch ganz viel, das ist das Turbenkraut. Hallo. José, zufrieden? Ja, total. War total hübsch. Das hier ist vor wie und alle sind müde danach. Noch viel besser. Und schlafen gut. Genau. Und schlafen gut. Hier machen wir jetzt eine kleine Rezeption und dann können wir ins Hotel einchecken. Das ist ja kein Hotel, das ist ein. Nee, das bleibt da. Ja, dürfte ich. Weiß ich nicht, da, sie ist die Strategin. Okay. Mit sie habe ich schon gestochen, sie hat ihr Geld. Ja. Das finde ich da so, das fand ich schöner hier, um es kurz zu machen. Ja? Ja, so, das. Und dann drumherum. Da sieht es so ein bisschen hingerotzt aus. Ja, dann? Ja. Warte. Warte, bedenke, ich habe den alleine hergeholt. Oh. Die Kiez-News. Ja. Könnte ich jetzt sagen, wow, oder bist du wahnsinnig? Ah. Ihr verhindert mich in meiner Arbeit. Ach so, du willst da noch? Ja, gut. Ihr verhindert mich in meiner Arbeit. Das war meine Theorie. Ja. Ja, dann. Ja, wir brauchen noch einen Sack, ne? Was? Also das ist hier. Wir brauchen so eine Kuppel drauf. So wie da jetzt. Zu tief gebuddelt. Nee, wir haben zu wenig Sand. Und den kriegen wir dann. Ja.
nächsten Freitag gehen. Genau, nächsten Freitag. Sehen wir uns hier, ja. Zum Feiern. Um 6 Uhr, ne? War der Freitag. Ja, ich komme so um 6:30. Mit Frauensack, ja. Und Panne. Genau, so, jetzt können wir. Wie geht's? Okay. Ihr habt viel vor heute, ha? Huh? Bitte? Ihr habt viel vor heute. Wir haben viel vor heute. Leider gibt der Boden nicht sehr viel her. Zumindest hier nicht. Ja, das ist. Leider ist hier zwischen Wurzeln und Schotter alles drin und es ist nicht so einfach, Platz für die neue Schlehe zu schaffen. Oh, schön. Ja. Wie viele Bäume habt ihr? 37 Sträucher. Ah, okay, krass. Ja, 37 Sträucher, alles Einheimisches. Ja, Raupenfutterpflanzen, Vogelfutterpflanzen, sowas. Ja. Es gibt Regenwürmer. Auf mit dir und dein neues Zuhause. Oh. Na, Altlasten, das kulturelle Erbe der DDR, ich weiß es nicht. Das ist aus einem Pflanzloch rausgeholt. Aus einem Pflanzloch ist das da rausgeholt. Das ist halt damals alles nur übergebaggert, planiert und Bäume draufgesetzt. Das ist echt schön, das Jahr so zu beenden. So ein paar Bäumchen pflanzen. Ein paar Plätze wirklich innen. Urlaub gehen. Was ist? Wo ist der Weihnachtsbaum? Den holt Martin noch. Ja. Ach, ja. Warte, dass ich geschmückt werde. Ganz persönlich. Im Moment grau, aber er friert auch. Bart? Ach, der Bart, ja. Ja, fiel mir auch aus so. Ja, tatsächlich, ich bin heute Morgen Fahrrad gefahren und als ich da, wo ich angekommen bin, war er gefroren. So. Ja. Ja, aus der Ferne sah das gerade so aus. Der ist ja grauer als letzte Woche, ne? Ja. Kann das sein? Das fällt mir nicht auf, ich gucke da nicht so hin. Ja. Ein Bartspiegel. Das kommt mit aufs Video, ja? Die ganz intime Frage, du bist älter geworden. Sagt, du kriegst Lagerfeuer. Genau, no, hat sich gerade so verkantet, dass ich jetzt nicht mehr hätte lenken können. Bremsen gerade noch. Dann drum. Wir haben gerade ein Kiez-Bingo geschenkt gekriegt. Ich dachte, wir spielen jetzt Weihnachtsbingo. Was hat er da gemacht? Den hier? Ja, den. So was kriegt ihr hin, ja? Ja, das kriegt ihr ganz einfach hin. Der nicht so schwer, aber der ist echt super. So ein lebenslanges Modell, ne? Ja. Aber der ist schon sperrig, ne? Das gehört irgendwie der,
Holz auf Holz. Ja, Holz auf Holz, nicht so ideal, aber es dokumentiert so unsere Tätigkeiten. Den Apfel? Der Apfel ist kaputt. Ja, tatsächlich hat er ein Rechtsgewinde. Kann Kackbaum! Warte, du musst, darfst dich hier. Ja, super. Wie Santa Claus, aber nicht in dem albernen Rot-Weiß Coca-Cola-Dress. Und dass deine Deko weg ist? Meine was? Deine Deko ist abgefallen. Das trifft mich in der Tat schwer, aber ich gehe davon aus, dass der José alles gleich wieder 1:1 so. Die Deko? Wird. Ja. Ich weiß gar nicht, wie das war. Du. Ich hab das auf dem Foto. Das ist Evas Apfel, ja. Das ist Baum, Paradiesbaum, ja. Und so weiter. Da soll der hin, ne? Der bleibt so, oder? Da soll der hin. Super. So wird hier gearbeitet. Ja, mach da nicht so viele Schramm rein. Ich habe gehört, dass jemand empfindlich. Die Optik, akustisch, was? Ne? Die Optik so, was? Ne? Also, ich bin auch akustisch empfindlich. Okay, ich kenne meinen Job. Ne? Bitte? Job. Das ist dein Job, ist was? Nächste Tour. Nächste, achso, ja. Ja, die Frage ist, vielleicht kann Nadja kurz mitgehen, dass sie dir kurz eine Hand reicht. Welche Hand? Die sind alle an der Kamera fest. Und da? Ja, du kannst ja, wenn du willst, trotzdem mitkommen. Okay. Du filmst und ich mach die Arbeit. So ist das, ne? Okay. Ich sag nichts, oder? Oder willst du was von mir hören? Oder soll ich was singen? Mach singen. Singen wir nicht gut. Lang, lang war ich auf der Suche nach dem, was wichtig ist. Warte. Jetzt kannst du wieder runter. Ja. Ich glaube, sie stehen gut so quer.
und nicht längs. Ja, ich hätte ja tatsächlich wild gestellt und nicht anhand einer Linie, aber ich bin da. Wie denn wild? Ich darf da gar keine Meinung haben. Doch, darf. Seit neuestem. Doch, die wird aber. Ich höre mir die so an und. Die wird übergangen. Das klingt toll. Nee, lass es doch mal probieren, ist doch gut. Nein, Quatsch. Ich muss mir gar nichts probieren hier. Es ist. Zeit ist vorbei mit Probe. Ja, lass drauf, ich dachte, wir nehmen nur das Rad ab. Hä? Achso, da sind die Vorder drauf. Ja. Ja. Eins 36, oh Gott, das ist meine Rechnung. Wir machen nach Gefühl. drei Lücken, also sind wir bei 44. 44. Nee, 45 knapp ungefähr. 45 plus, dann sind wir hier bei 90. Ja, komm, ist keiner nach. Die sind fertig, genau, aber die sind nicht für hier. Also hier müssen wir jetzt dann nochmal messen wieder. Aber das ist und meine hier ist irgendwas falsch eingestellt. Mal vorbeikommen und dann können wir ja mal die ersten Fragen vielleicht klären, lernen uns kennen und dann können wir weitere Fragen aufschreiben und die dann klären lassen. Vielleicht wäre das ein Ansatz. Ja? Los. Ja. Das war noch nie so spannend, sich zu setzen. Ah, sind die bequem. Ah, Träumchen. Ich stehe nie wieder auf. Ja, eine Kirsche. Kirsche da. Kirsche da und Pflaume. Hier glaube ich keine Pflaume. Zwetschge. Aprikose, kann das sein? Nee, Mirabelle. Wir können hingehen. I don't know. Ja, der ist ja hier üppig, aber nur an einem. Ah, nee, da sind auch noch welche. Ja, es ist halt je nachdem, ob der von welcher Windrichtung der Frost abgekriegt hat. Ja. Genau, also Pflaume. Pflaume. Oh, Schlüssel. Wer kriegt Schlüssel dieses Jahr? Oh, tatsächlich, sind die Spitzen alle bei diesem 5-Tage-Frost alle abgefroren. Ah. Und der kriegt dieses Jahr nichts, der trägt nichts. Guck mal, da sind ein paar ganz traurige. Ja, wahrscheinlich sind da Läuse dran. Behandeln wir, müssen wir mal Brennnesseln sammeln. Und dann wird Brennnesselsud. Genau. Ach, die trägt aber üppig. Ja, das ist der Ciao. Weil die schief eingefahren. Ciao, danke schön. Sehr gerne. Danke euch. Ich habe die halt nach Süden eingerichtet. Ja, deshalb ist die so üppig. Das tatsächlich können wir einen Gärtnerblock laden. Einen Birnenkompott für den Kiez machen oder einen Birnenkuchen. Macht man Birnenkuchen? Ja, aus unserem Projekt ist das eigentlich ganz schönes geworden. Finde ich. Also ich finde, der Schmollerplatz hat sich gut erholt in diesem Jahr, in den letzten 2 Jahren. Grün und abwechslungsreich und mir gefällt er besser als vorher.
so. Dem kann ich nur zustimmen. Also ich bin begeistert von der Arbeit, die der José hier leistet. Der Platz hat unheimlich gewonnen, dadurch, dass die Straße gesperrt ist. Es ist viel weniger Verkehr, auch so drumherum ist viel weniger Verkehr, weil die so ein Einbahnstraßensystem draus gemacht haben. Ich finde, der Platz hat gewonnen, dadurch, dass wir ihn benutzen und pflegen und durch die Straßensperrung. Ja. Und es gibt auch durchaus Anwohnerinnen, die Eigeninitiative hier betreiben. Wir haben jetzt festgestellt, dass drüben Vogeltränken aufgestellt worden ist und auch kleinere Pflanzungen vorgenommen worden. Also es gibt es schon. Nichtsdestotrotz wäre schön, wenn noch mal so eine kleine Aufbruchstimmung käme. So, ich erinnere mich an Nachbarn, Freunde, die am Anfang ganz aktiv dabei waren und so und jetzt sporadisch. Hinter der Kamera. Ja, genau. Und wie geht's weiter? Das ist jetzt wieder in der Hand der Politik, ob es eine Mehrheit dafür gibt in der Politik, in der BVV, ob es mit uns, durch uns, durch die Nachbarschaftsinitiative, die Kungerkiez-Initiative hier weitergehen kann, darf. So, aber das ist erstmal wieder aus der Hand gelegt und wir müssen gucken, was passiert.